Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kosmonautica. Ja, da kriegen wir Applaus von Steve heißt er jetzt. Ach, guck mal. Ich weiß nicht mehr, Paul. So, die beiden sind schon wieder ein bisschen ausgeruhter hier. Die schläft gerade. Und Frachtraum ist immer noch voller Kaffee. Aber den verkaufen wir jetzt. Und 2000 gewinnen. Na gut, besser als nichts. Aber ihr könnt sehen, Zigaretten sind wieder da. Tja, bereite ich mal mein ganzes Geld raus, wa? Für blöde Zigaretten. Kinder solltet ihr im Übrigen nicht tun. Rauchen ist scheiße. Was mache ich denn da? Der produziert doch gar keine Zigaretten. Der kauft die doch ein. Oh Mann. Oh Mensch. Ja, Applaus. Ne? Ja, der hat sich schön reingelegt, du Arsch, ey. Und Gott sei Dank kriege ich die noch verkauft. Kaffee habe ich natürlich auch verbraten hier. Egal, Karl. Obwohl, mit dem Kaffee, das war gar nicht so schlimm. Nee. So, er produziert Roboter und Wasser. Mal so ein bisschen schauen. Ach, wisst ihr was? Dafür machen wir mal eine Mission, oder? Auf der Jagd. Nein, möchte ich nicht. Das gelobte Land. 42 Textileinheiten. Also viel Frachtraum habe ich ja gar nicht. Malz. Mein Gott. Malzverarbeitungsrezept. Was ein Wort. Die berühmte Whisky-Distillerie Uraik hat ein Tochterunternehmen auf Donut. Sie brauchen dieses Spezialrezept sofort. Dieses längst verlorene Malzverarbeitungsrezept wurde erst kürzlich wiederentdeckt. Uraik hat bereits das benötigte Spezialmalz besorgt, doch es ist hochgradig flüchtig. Ja, wo flüchtet es denn hin? Also beeile dich, ehe ihr Malz seinen einzigartigen Geschmack verliert und sie eine neue Ladung dieses einzigartigen und teuren Malzes herstellen müssen, bestellen müssen. Boah, meine Lieben, ich lese nie wieder irgendwas vor. Ich kann das überhaupt nicht. Zeitlimit 8 Tage, Belohnung, benötigter Frachtraum, keiner, geschätzte Schwierigkeit 2. Vertragsstrafe, wir kriegen aber 2500. Ja, was muss ich jetzt machen? Ach, nur Spezialrezept hinfliegen. Okay. Nehmen wir diese Mission mal an. Gut, no, dann gucken wir mal schnell nochmal nach, wo wir hin müssen. Donut, das kriegen wir hin. Ist gerade am anderen Ende der Galaxie hier sozusagen. Wenn ich hier noch etwas mitbringe, habe ich hier nicht so Wasser, Wasserzeug? Ja, ne, ach, guck mal, nehmen wir mal Wasser mit. Und liefern das direkt dort ab, wenn wir da hinfliegen. Und ab geht die Post. Gut. Los geht die Reise. Verzeihung. Ja, und so fliegen wir dahin. Dreht sich alles noch rechts rum, können wir ja links rum? Doch, die können auch links rum fliegen, ja, guck mal. So, ist die Mission jetzt direkt erfüllt oder muss ich noch irgendwas machen? Zack, zack. Gucken wir mal im Note. Keine Mission, also das haben wir wohl geschafft. Hip, hip, hurra. Wasser verkaufen wir. Oh, wieder ein bisschen Gewinn gemacht. Das könnte man jetzt natürlich hin und her und her und hin machen. Müll. Ich muss für Müll bezahlen. Wollt ihr mich verarschen? Nix da. So, schauen wir mal hier nach der Mission. So, das wird eine interessante Mission. Wegen Dürreperioden ist unsere Ernte in Gefahr. Wir brauchen dringend mehr Saatgut, Dünger oder Wasser hier auf Lancaster. Bitte beschaffe so viel wie möglich davon mit einem Flug. Okay, wenn ich den Saatgut, Dünger oder Wasser bringe, kriege ich halt festgelegte Sätze dafür. Das ist die große Frage, wo kriege ich das Zeug her? Hier gibt es nur Müll. Wasser habe ich hier gerade eingekauft. Auf Fuyama. Wenn Roboter produziert und Wasser. Und Lancaster wird natürlich dann keinen Dünger haben, logischerweise. Den brauchen sie. Das heißt, ich könnte hier Wasser holen. Liegt auch gerade ganz günstig. Ja, Wasser brauche ich hier nicht kaufen, ist viel zu teuer. Dann fliege ich mal eben nach Fuyama. 2,8 Tage. Im Schnellverfahren. Ich werde die Folgen von Kosmonautica also um die auf 20 Minuten übrigens machen. 25 wie bei 7 Days dann doch ein bisschen zu lang, glaube ich.
Je nachdem, wie es endet. Also wenn es gerade irgendwie am Ende der Folge abgeht oder sonstige Sachen sind, dann kann es natürlich auch mal ein, zwei Minuten länger werden. Oder vielleicht auch mal kürzer, je nachdem. Aber so, ich peile mal so die 20-Minuten-Marke an. Und landen wir da jetzt mal, oder? Jetzt habe ich die Mission noch gar nicht angenommen, ne? Egal. Ja, man muss noch so ein bisschen was lernen in diesem Spiel hier. Kaufen. So, jetzt fliege ich erstmal nach. Und zurück. Zack, schnell. Ja, sie konnte sich nicht duschen in der Zeit, aber das ist mir jetzt gerade egal. Hat sie Pech gehabt. Man sollte dann schon auf den Mission annehmen Button drücken, ne, Kollege? Ja, ja. Aber guck mal, geldtechnisch sind wir gar nicht mal so schlecht dabei. Frachtraum voll, 13.000 auf der Tasche. Schiff schon so halbwegs ausgerüstet, dass wir ein bisschen was verdienen können und ja, so alles gut. So, was war das hier, ne? Farmers Albtraum, genau, nach Lancaster. Okay, dann bringe ich den jetzt Wasser. 3,7 Tage, wieder im Schnell- oder im Eilverfahren hier. Dann gucken wir mal, wie es unter den Jungs und Mädels auf dem Schiff geht, den beiden. Da ist er wieder am auf dem Pott. Snack of the Day, 1,90. Drink Pink. Interessant wird es dann, wenn wir mit der Forschung anfangen. Das heißt, ich werde jetzt mal nach einem kleinen Forschungsraum gucken und mal... Was hat sie denn? Ah, die will sich waschen, ne? Damit wir das Schiff ein bisschen ausbauen können. Allzu viel Platz haben wir auch nicht mehr. Wir können natürlich andere Schiffe kaufen. Das können wir gleich mal sehen, wenn wir auf Lancaster gelandet sind. Diese Dinger sind übrigens die Transport... Die Deckverbindung. Oh, es schlafen beide. Das Schiff liegt trotzdem. Ist ja cool. Ups, da sind wir schon. Ja, servus. Und ihr seht, wurde automatisch verkauft. Frachtraum ist leer. Wir haben 20.000 in den Tisch. Lohn wurde überwiesen. Okay, danke. Das war die Info. Da ist schon wieder einer krank. Ja, 7.500 Credits. Immerhin. Ist doch nicht so verkehrt, ne? Ja, die verkaufen Kaffee. So viel gibt es aber noch nicht. Lebensmittel. Papier. Textilien. 34 Jahre Werkzeug, 5 Einheiten Medizin. Puh, wo soll ich denn das herkriegen? Seife. 750 Credits für Lebensmittel. Ist das richtig? Auf Fuyama Luna kommt zu vielen Unruhen. Aus Demonstrationen sind Aufstände geworden und die Situation verschlimmert sich täglich. Bitte den Leuten, indem du so viel Seife, Lebensmittel oder Textilien wie möglich lieferst. Klar, Lebensmittel haben wir doch hier. 30 Stück, Frachtraum voll. Da, Dinger, ne, aber den verkaufen die ja nur. Okay. Also ist auch echt egal, wo ich hinfliege. Flieg zu dem, da haben wir die Wasserquellen. Wir können dann ein bisschen Wasser holen. Jetzt hat sie schon wieder nicht geduscht. Ah, Mann, ey. Stinke Tusse. Die leveln natürlich auch auf, was ihr jetzt sehen könnt, der Kollege. Kann befördert werden, das sollte dieses Symbol. Neue Stufe 3. Das heißt, er kriegt natürlich mehr Geld am Tag. Und das kostet uns 609 Credits. Ah, machen wir mal Stufe 3. Jetzt können wir uns was aussuchen. Und zwar, Samwite Gamshi kann einen neuen Fähigkeitenpunkt kriegen. Das heißt, wir können das entweder jetzt noch in die Fähigkeit Techniker packen oder wir sagen, wir nehmen mal eine unbekannte Fähigkeit noch. Nehmen wir eine unbekannte. Vielleicht haben wir Glück und er ist Forscher. Pilot, ja gut, dann... Auch nicht schlecht. Das heißt, wenn wir jetzt mehr nach den Aufgaben gucken, Slot 3 hat sie Freizeit. Und er wird dann einfach mal kocht? Ist er nicht gerade Pilot gewesen? Moment, also da stand doch gerade, der ist Pilot geworden. Da, Pilot. Charakterzüge Landratte. Wieso kann ich den denn jetzt nicht Piloten machen? Kocht. Nee, Pilot, fliegt, muss da stehen. Lass es einfach mal drin stehen. Oder kann ich die noch nicht erreichen, weil der. Weil ich da einen übersprungen habe, weil ich den unteren genommen habe? Nee, aber das müsste dann funktionieren. Die Biografie ist auch geil. Gut.
Da gucken wir später nochmal. Wurde von heruntergekommenen Hippies großgezogen, nutzt Schweigsamkeit als bevorzugtes Ausdrucksmittel, kann positiv und negativ auf das Karma eingestellt sein. Ja, sehr gut. Okay, Wasser. Hatte ich nicht Lebensmittel gekauft und hab das hier... wie, es wird erstmal Zeit, wenn die Mission abgeschlossen ist? Willst du mich verarschen? Wieso das denn? Ach, was soll das denn jetzt? Lebensmittel, okay. Wo habe ich denn Lebensmittel immer hergekriegt? Hier, ne? Nee. Nicht von Fuyama, sondern von Donut. Seife, wo soll ich denn Seife herkriegen? Muss ich jetzt etwa alles? Ich muss hier. Oh Mann, ey, jetzt habe ich die Mission natürlich nicht richtig gelesen, wahrscheinlich. 7500. Okay. Ich kann leider nicht lesen. Das ist noch ein bisschen. Das ist gerade aus der Alpha oder aus dem Early Access raus, das Spiel, aber irgendwie ist hier noch so ein bisschen buggy gesagt. Nach der Gamescom haben die Jungs schon geschrieben vom Entwicklerstudio, brauchten sie erstmal Urlaub, was ja auch verständlich ist. Und jetzt kam das erste Update. Ja, das ist jetzt natürlich richtig kacke. Das finde ich jetzt echt bescheiden, muss ich sagen. Vor allem, weil meine Kohle jetzt da ist. Das bezahlt, wenn die Mission abgeschlossen ist. Das kann ja alles bedeuten, ne? Xilien, nee. Ich kann doch hin und her fliegen gerade. Hier ist nichts zu holen. Warte mal, ich versuche mal was. Geht nochmal um. Mit dem Planet ist ein Ziel. Ja, du sollst zurück zum Ziel, genau, danke. Vielleicht kommen mir nochmal irgendwie neue Waren an, die ich dann hier so wegschnappen kann. Aber das Problem ist halt die Mission, die fliegt mir lang. 5,6 Tage haben wir noch. Allzu viel Zeit habe ich nicht mehr. Das ist echt blöd, dass ich kein anderes Sonnensystem habe. Nein, hier hin. Genau, flieg nach Lancaster. Jetzt kaufe ich da so ein bisschen Lebensmittel und zum Textilien ein und für Glück haben ein bisschen Seife, aber. Was für Papierproduktion? Hat der nicht auch Holz hier? Ja, das ist die Krux mit den Missionen hier, ne? Achso, ich bin ja gleich schon da. Gut, dann. Ach ja, schon wieder krank. Lande, so. Dann hol ich nochmal ein bisschen Lebensmittel. Textilien und dann bin ich auch schon fast pleite hier. Wo kriegst du denn Seife her? Ja, anders geht das jetzt nicht. Kann ich mir aussuchen, welchen Planeten ich nehme. Ich glaube den, da bin ich schneller. Ja, und 2,9 Tage. Das kann eine Mission werden, vor allem jetzt bin ich echt 11 Credits noch in der Tasche. 8,7 Tage Zeit. Und ich habe echt keine Ahnung, wo ich Seife herkriegen soll. Wenn ich die denn überhaupt brauche da jetzt. Ah, jetzt geht schon ins Minus. Oh Mann! Spannende Sache. Landen wir erstmal auf Fuyama und gucken, was passiert. Entweder kriegen wir jetzt ganz viel Geld und haben es geschafft oder nicht. Alter, leck mich. Ich kann nichts mehr kaufen. Was ich jetzt mache, auf die Gefahr hin, dass mir jetzt hier alles um die Ohren fliegt. Ich lass mal kurz schnell durchlaufen. 6 Tage. Okay, das wird in echt vielleicht 2 Minuten bedeuten. Ja.
Entschuldigung, aber das ist ja blöd. Kann ich den Kredit aufnehmen? So blöd gefragt. Ach, könnte ich sogar, guck mal. Cheapo Cash Bros. Sharky Sons. Okay, da kann man... Die hatten benötigt 50.000. Okay, also 5.000 könnte ich aufnehmen. Nee, ich warte jetzt, bis hier die Mission die letzten 2,7 Tage durch sind. Und hoffe, dass ich dann keine Vertragsstrafe zahlen muss. Ansonsten, ja, werdet ihr dieses Let's Play niemals sehen. Ich werde diese Folge niemals veröffentlichen, weil mir das echt zu blöd ist. Das wäre nämlich ziemlich scheiße, weil ich habe echt keine Ahnung, wo ich Seife herkriege hier. So, jetzt einfach mal abwarten, Augen zu und durch, so bei 56 müsste dann... Entweder haben wir jetzt hier gleich minus 8.300 stehen oder... Ja! Ganz viel Geld, super. Ah, puh, jetzt war ich gerade echt ein bisschen im Schwitzen. Also, ihr seht die Folge doch, hallo. Cool, das ist mal eine schöne Mission gewesen, das macht Spaß. So, jetzt haben wir natürlich elendig viel Geld. Und ja, was kaufen wir denn? Also exportiert Müll. Müll will natürlich keiner haben. Und Wasser. Ein Roboter. Kann ich so einen Roboter nicht einfach irgendwo verkaufen? 1500. Komm, ich kaufe mal einen Roboter. Und Wasser, da warte ich mal eben kurz, bis sich das wieder ein bisschen auffüllt. Hoffentlich. 27. Ja komm, ich habe noch 29 Slots frei. Gib mir noch mal ein bisschen was hier. Ein bisschen, komm. Jawohl. So. So, mit dem Wasser fliegen wir jetzt. Wohin fliegen wir denn? Wir brauchen eine Werft. Das heißt, wir fliegen nach Dunod. 5,6 Tage? Von da nach da? Muss ich mir jetzt aber mal erklären hier. Ja, was macht er denn jetzt? Ach so, der... Ach! Er fliegt einmal außen rum und... Kinder, das ist aber ein bisschen Spritverblasung, oder? Wieso fliegt er denn nicht von da nach da? Gibt alles und gibt alles. Ja, super. Sind sie beide glücklich, ne? So, gucken wir nochmal eine Note, ob ich dem jetzt die richtige Aufgabe geben kann. Kocht. Was soll Kocht heißen, Mann? Der soll hier fliegen. Der hat doch gerade fliegen gelernt, der Arsch. Und sie könnte ich aufleveln, nur mal gucken. Na? Crew. So, befördern. Auf Stufe 5 könnte ich die befördern. Kostet mich 2 Mille. Na komm, machen wir mal. Na, Pilot voll. Haben wir schon mal mega geskillte Pilotin hier. Hat ein Herz für Cyberhaustiere. Okay. Er ist wieder am Rumkacken. Dadurch, dass wir ihn jetzt erhöht haben, seht ihr auch, jetzt hat er das Bedürfnis, sich zu duschen und zu waschen. So, Wasser können wir hier schön loswerden. Das war nicht so der super Gewinn, aber besser als nix. Und er kauft tatsächlich die Roboter hier. Tausender Gewinn. Oh, Roboter. Was ist der andere? 15. Oder könnte ich schon einen guten Reibach mitmachen? Eine Sache, die ich euch noch nicht gezeigt habe, das machen wir jetzt mal kurz zum Abschluss, damit man... Man braucht ja Ziele, auch in so einem Spiel. Und Ziel ist natürlich hier, solche Sachen zu erforschen, freizuschalten und so weiter und so fort. Aber auch neben den ganzen Munitionsalben gibt es natürlich noch einen ganz tollen Knopf. Und zwar Schiffchen kaufen. Ja, die sind schön billig, wie ihr seht. 65.000 kostet das mal, hat aber direkt 26 Räume. Gab es irgendwie die Option auch, dass man die Schiffe von außen sieht? Ach da, genau. Das ist die Möhre, die wir gerade haben. Und das wäre zum Beispiel die Sea-Lot. Ein bisschen mehr Frachtraum dann. Und dann gibt es da, die finde ich ziemlich geil, Piranano und Turtler Rock. Die haben sich Namen ausgedacht. Tiz ist so ein fetter Mega-Frachter. Und ihr seht, da gibt es ganz viele tolle Schiffe, die dann aber auch ganz viel Geld kosten. Das ist natürlich super geil. Stingray ist günstig. 430.000, da kostet hier Sharkalon. Das ist Nonplusultra mal eben 650.000.
30 Räume, 4 Geschützplätze, Kanonenplätze, Torpedoplätze, da geht's also richtig rund. Aber hier dieses Stingrays ist vielleicht noch ein bisschen besser. Aber ich würde sagen, das nächste Ziel ist dann erstmal hier mehr als doppelt so viele Räume zu haben. Ein Geschützplatz dazu haben wir sowieso schon, aber so eine Sea-Lot. Langsam genug Platz, dann heißt, wir können viel Fracht reinpacken und können uns dann schön den Creditbauch vollschlagen. Meine Lieben, damit sind wir jetzt am Ende dieser Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar. Oder wenn ihr Tipps und Tricks habt, was ich da noch anders machen kann, immer her damit. Vielleicht mal meine Nachrichten lesen oder so. Und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.